am the Reaper. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Amnesia, The Dark Descent. Und man sieht diesmal jetzt ohne Headset-Klöppel. Ich habe endlich mal, ja, eine Möglichkeit gefunden, das alles ein bisschen umzustricken. Und es funktioniert bisher. Funktioniert bisher echt gut. Hä, pegel ich mir noch ein bisschen lauter? Ja, nein, vielleicht. Bisschen. Meine höchst professionellen Art und Weise. Und ihr könnt das alles natürlich gar nicht sehen, weil das alles auf meinem Tisch stattfindet. Oh, jetzt immer was für ein Ticken das auch war. Es war ein Ticken zu viel. Oh, alter Schwede. So. Da haben wir Wasser, da haben wir Rohr. Da haben wir Krölen. Irgendwie klingt das. Ja, die Kopfhörer, die ich habe, sind glaube ich noch nicht optimal. Ich habe noch vor, neue zu holen, aber ja. Für die Aufnahme tut's das jetzt, denke ich. Ja. So. Wir rennen jetzt hier erstmal alles ab und. Oh, ich bin noch so paranoid. Oh Mann. Wir rennen jetzt hier erstmal alles ab und. Laut? Ohne. Mit? Ich bin mal gespannt, ob das in der Aufnahme auch so ist. Das ist total strange, aber okay. Okay. Rohr. Aber das ist auch nicht das, was ich will. Ich hab da diese drei Hebel. Okay, da ist auch nichts. Irgendwie wirkt es gerade ein bisschen strange mit dem Sound. Sobald ich auf irgendwas drauf zeige, ist da. Der Sound so leise. Es kommt gerade total strange rüber. Oh! Das Rohr scheint locker zu sein. Okay, ich sehe schon. Ich brauche irgendwas zum draufhauen, oder? Jetzt. Meins. Aufgenommenes Rohr. Danke. So, mit dem aufgenommenen Rohr kann man bestimmt irgendwas Tolles machen. Ich weiß nur noch nicht was, aber irgendwas bestimmt. So. Strange. Aua. Kann ich? Das Draht dreht sich zu schnell, um es zu blockieren. Der sollte doch nicht reinlangen. Also ich nehme diese Anzeigen auch immer viel zu. Eigentlich sollte ich sie wirklich direkt nehmen, wie sie sind. Wenn da eine Hand ist, die da rein zeigt, dann heißt das auch, dass der da reinlangen will. So, dann gucken wir nochmal. Hier waren nur Steine, da waren nur die Leiter. Da läuft Wasser raus. Da ist nix. Das Fass enthält kein Öl. So, dann gucken wir doch nochmal. Rätselhaftes Spiel ist rätselhaft. So, einfach mal entgegengesetzt.
zum? Was zum? Fuck, 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 fuck. Au. Nee. Zäbelt er mir bestimmt die Tür aus. Das Spiel macht mich crazy. I'm crazy for that game. Okay. Jetzt habe ich die Lösung und... Passt es dem Game nicht, oder wie? Oder was? Oder hä? Hallo? Böse Spiel ist böse. Okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Ja, leck mich doch am Arsch. Du und Ja, leck mich doch am. Gut. Wir haben's geschafft. We make it. Yes. Oh Mann. Darauf erstmal. Turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Wobble, wobble, wobble. Okay. Wer hat den halbiert? Womit? Krieg ich jetzt ein Schwert? Ich will ein Schwert haben. Na, kommst du mit? Danke. Wart mal da. Aua! Was hat mir denn jetzt Schaden? Ach, das rote Zeugs, oder? Ja. Ich hämmer mich hier durch. Ich hämmer voll mich hier. Da laufe ich nicht nochmal rein. Gibt's hier denn noch mehr? Einfach mal. Was zum... Mementos, ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur niedergerissen. Was? Was für eine Kreatur? Oh Scheiße, oh Scheiße. Wir sind tot, wir sind tot. Ach, das war... Okay, jetzt... Oh oh. Versteck mich einfach so. Das ist das beste Versteck ever. Der sieht mich nicht. Nö. Keine Chance. Ich würde mich da auch nicht sehen. So eine erwachsene, ca. 1,80 große Person. Also der, nicht ich. Ich bin kleiner. Das wird der niemals sehen. Beste Versteck ever. Keine Chance. Mm-mm. Der ist quasi unsichtbar. Quasi nicht entdeckbar.
Und solange ich hier auf die Wand gucke. Das ist so die Kinderlogik. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Kuckuck. 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 Die Kreatur hat das Tor niedergerissen. Ich dachte, jetzt kommt hier voll der Riese an, der mich jetzt hier zerklöppt und... Oh, dann war es doch wieder nur so ein Wandler. Klar. So ein kleiner... Wisst ihr, so ein kleiner... halbierter etwas, der reißt mal eben so ein Tor nieder. Aber hier so eine erwachsene Person, die hinter so einem Stein kriecht, das sieht er dann nicht. Aber das Tor, das kriegt er durch. Klar. Vollkommen logisch. Not. Nee, wir waren schon super versteckt, also. Yo. Das nächste Mal, wenn ich Verstecken spielen sollte, ich werde mich genauso verstecken. Jetzt gehe ich erstmal wieder in Deckung. Du. Kommt der? Kommt der? Ah, dieser Sound. Der geht mir so auf den Sender. Voll. Nee. Okay, folgendes. Wir tasten uns langsam ran. In der Hoffnung, nicht von hinten überrascht zu werden. Ich will kein drittes Mal sterben. Das eine Mal war ich dumm. Und das andere Mal bin ich jetzt vor echt überrascht worden. Da. Was war das? Und wie macht sie denn Metal Gear Art? Ich sehe nix. Weil die Bedrohung hinter mir lauert. Das wäre echt mies, wenn der so hinter einem herschleichen würde. Und so drauf wartet, dass man sich so umdreht. Ja, das könnte schon sein. Könnte schon sein, dass jetzt... Jo. Jo, da ist einer. Dup. Duck dich. Ducken. Schön geduckt bleiben. Laudanum. Neben Öl das Nützlichste... Gut, das Tor ist nicht kaputt. Schade. Ich muss an dem vorbei. Sagt nur unser Mementos. Es gibt kein Mementos. Ich würde folgendes sagen, ich trigger den an, dreh einmal eine Runde, renn dann vorbei und entkomm dann ganz, ganz einfach. Hey Arschloch! Hallo! Tschüss! Versuche ihn abzulenken. Habe ich doch versucht. Indem ich einfach da stand. Ich wollte ihn mit meiner Präsenz ablenken. Hingehen und sagen, na du, Zuckerpüppchen. Versuche ihn abzulenken. Was soll ich machen? Auf den Rohren rumtrommeln.